What's up, everybody? You feel this beat right here? Yeah, yeah. Here we go. Hey! We about to stamp this out. So if you feel me. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich sehr, dass ihr hier wieder vorbeischaut. Heute habe ich wieder eine Kartenfalltechnik für euch mitgebracht. Und zwar diese schöne kleine süße goldige Karte. Und zwar ist das eine sogenannte Rockerkarte oder auch Schaukelkarte genannt. Und ja, ich möchte euch heute gerne zeigen, wie man diese schöne Karte basteln kann. Also ihr seht hier die, ja, ich zeige es euch gleich auf meinem Basteltisch, da seht ihr es besser. Bleibt dran, ich schalte jetzt um und wenn ihr Lust habt, bastelt doch gleich mit mir gemeinsam diese schöne Karte. Ja, ihr Lieben, das ist sie also, die Schaukelkarte oder Rockerkarte. Ich habe hier zwei verschiedene gewerkelt und wie gesagt, sie heißt so, weil sie ja hier wie so eine Schaukel hingestellt werden kann. Sie kann aber auch ja von der Größe her in einen Umschlag gesteckt werden und ja, man kann diese Rockerkarten ganz verschieden gestalten. Also es gibt auch welche, die ja hier noch so Stufen eingeschnitten haben und dann Verzierungen. Dann gibt es welche, die haben hier noch einen ganzen Kreis zur Verzierung drauf. Aber diese verschiedenen Arten und Möglichkeiten findet ihr bei meinen Mädels, die beim Instagram-Hop teilgenommen haben. Da war ja diese Rockerkarte oder Schaukelkarte unser Thema, nämlich beim Insta-Hop von Mayfish Bastelecke. Also schaut da mal auf Instagram vorbei. Da findet ihr ganz viele verschiedene Arten von Rockerkarten und beziehungsweise Schaukelkarten. Ich möchte mit euch diese Variante basteln. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die geht wirklich ganz einfach und man braucht auch gar nicht viel Material. Ich habe, wie gesagt, gearbeitet hier mit der schönen Produktreihe Alle Wetter aus dem Mini-Katalog. Findet ihr auf der Seite 50/51 im Mini-Katalog. Und ich finde es einfach so mega schön. Also ich bin vom ersten Augenblick an total verliebt gewesen in diese schöne Produktreihe. Da haben wir ja dieses schöne Stempelset und die Stanzformen dazu. Also hier könnt ihr ganz, ganz viele schöne Sachen damit werkeln. Und ja, ich bin einfach total begeistert. Und ich mag hier diesen Hasen. Also ich finde die Motive eigentlich alle total goldig. Und auch dieser Fuchs. Ich habe ja jetzt hier gearbeitet mit dem Hasen und der Schildkröte. Wir werden jetzt auch wieder die Schildkröte machen. Da zeige ich euch auch, wie ich die koloriert habe. Geht ganz einfach. Und ja, also total schön. Ich mag es einfach. Genau. Und wir legen jetzt einfach mal los. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht natürlich einen Kreis. Weil diese Grundkarte dieser Schaukelkarte ist eben ein Kreis. Und dieser Kreis hier hat einen Durchmesser von, lasst mich mal kurz überlegen, ich meine 14,8 cm. Jetzt brauche ich mal ein Lineal. 14,5, genau. Und ich habe mir diesen mit einem Zirkel erstellt. Ihr könntet natürlich auch alternativ einen Teller nehmen oder eine Schüssel und es einfach nachzeichnen. Oder es gibt auch Kreisschneider im Bastelhandel zu kaufen. Damit könnt ihr dann direkt die Größe einstellen und es ausschneiden. Ich habe das hier mit dem Zirkel gemacht. Ich habe mir also jetzt diesen Durchmesser da genommen von 14,5. Ihr könnt es auch größer oder kleiner machen. Ihr könnt, wie gesagt, auch eben mit einer Schüssel arbeiten. Und dann nehmt ihr euch einfach den Durchmesser davon, messt euch das ab und zeichnet euch dann mit dem Zirkel einen Kreis und den schneidet ihr dann einfach aus. So einfach geht das. Genau, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet und das Ganze könnt ihr jetzt erstmal für die Grundkarte erstellen. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann wird es einfach einmal in der Mitte gefalzt. Dazu legt ihr euch einfach vorsichtig hier diese Ränder einmal hier übereinander, haltet es hier schön fest, so das muss wirklich schön gleichmäßig übereinander liegen und dann könnt ihr das mit dem Falzbein einmal hier schön nach außen streichen und schon habt ihr die Karte einmal gefalzt. Ich merke, ich brauche meine Brille, ich sehe schon wieder nicht so gut. Spätestens wenn ich loslege, merke ich, ich habe was vergessen. So, jetzt haben wir also die Grundkarte und
Ja, ganz einfach, oder? Ich habe mir hier als Aufleger in Babyblau einen Halbkreis geschnitten. Und zwar habe ich diesen mit einem Prägefolder geprägt. Das ist eben das Prägefolder hier, auch aus der Produktreihe Alle Wetter. Heißt Regentropfen, findet ihr auch im Mini-Katalog. Und da habe ich mir ein Stückchen Babyblau genommen, was hier in dieser Größe von diesem Prägefolder ist, und habe das geprägt. Und jetzt werde ich mir daraus einen Halbkreis schneiden. Ihr könntet jetzt Folgendes machen. Ihr könntet jetzt euren, euren Zirkel nehmen, einfach 5 mm kleiner machen und dann das Ganze quasi ausschneiden als Kreis, und dann habt ihr einen, zwei Stücken und schneidet euch dann eben quasi die Hälfte aus. Ich habe es jetzt hier folgendermaßen gemacht. Ich habe meine Rockerkarte einfach hier 5 mm über die Kante gelegt. Achtet hier bei der Prägung auf die Tropfen, dass die auch die richtige Richtung dann auf eurer Karte sind. Also ich habe hier einfach diese 5 mm hier oben über die Kante gelegt. Schaut, dass das gerade ist, und dann nehmt ihr euch einfach einen Bleistift, den habe ich mir jetzt vergessen hinzulegen. Und jetzt zeichne ich mir einfach hier einmal meinen Halbkreis und schneide das aus. Natürlich bin ich dann hier oben noch zu breit, das muss ich mir dann gleich noch ein Stückchen kürzen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich hier noch so von jeder Seite 1 mm nach innen rein. Ja, also dass ich hier nicht am Rand auf der Linie schneide, sondern ich gehe so 1-2 mm rein und gehe dann hier, münde hier dann auf meine Bleistiftzeichnung, so nenne ich es jetzt mal. Auf der anderen Seite muss ich das natürlich auch machen, dass ich dann oben auch so 1 mm weiter nach innen schneide. So, und dann könnt ihr euch das hier auf die Karte legen. Und dann müsste es ringsherum 1,5 mm kleiner sein. Und die andere Seite könnt ihr euch dann für eine zweite Karte nehmen. Dazu schneidet ihr das hier einfach wieder gerade ab. Macht das am besten mit einem Schneidbrett. Und dann habt ihr das für eine zweite Karte, das Stückchen auch noch. Also aus einem Papier, was hier aus dieser Prägeform kommt, könnt ihr zwei Karten werkeln. So, jetzt könnt ihr diesen Aufleger schon mal hier mit Flüssigkleber aufkleben. So. Schön mittig, dass ihr ringsherum diesen Rand überall habt. Könnt ihr von innen dann nochmal schön drüber streichen. Und dann könnt ihr das Ganze zur Seite legen. Weil jetzt geht es weiter mit der Verzierung. Und dazu brauchen wir jetzt hier einen Kreis. Und da habe ich mir einen ausgestanzt. Und zwar mit den Stanzformen Basics mit Pep. Hier den größten Kreis. Und zwar hat der jetzt hier einen Durchmesser von, ich glaube, 7,5, genau. Also guckt da mal, ob ihr einen anderen Kreis habt. Wenn ihr gar keine Kreisstanzen habt, könnt ihr auch hier eine Tasse zum Beispiel nehmen oder ein Glas und das auszeichnen und dann ausschneiden. Und das kommt dann hier auf unsere Karte so drauf. Ihr könntet aber auch alternativ einen Kreis nehmen, der jetzt hier nochmal, sage ich mal, 5 mm kleiner ist. Und den halbiert ihr dann nicht, sondern ihr macht ihn hier als kompletten Kreis drauf. Ihr wisst, was ich meine, ne? So nur größer. Und so kann man die Karte auch verzieren. Ich habe mich für diese Art Verzierung entschieden. Und genau, das bestempeln wir gleich noch. Und dann stempeln wir jetzt hier noch diese ganzen Motive für unsere Karte zum Verzieren. Dazu nehme ich mir aus dem Stempelset Wetterfest einmal hier die Schildkröte, die stempel ich mir. Dann, was müssen wir noch stempeln? Die Wölkchen, dann die Regentropfen, meinen Spruch und hier diese Blümchen. Jetzt habe ich mir alles auf Stempel, Acrylblöcke gezogen. Und dann stempeln wir erstmal den Kreis, und wir brauchen Stempelkissen Babyblau und Espresso. Und ich beginne jetzt einmal mit den Wolken und mit den Blümchen.
Wolken, die kommen hier oben rechts hin. Da brauche ich nur die zwei unteren. Und die stempel ich mir hier so ganz an den Rand von meinem Kreis. Hier unten in den unteren Bereich stempel ich mir diese Blümchen. So. Und das hier stempeln wir gleich noch weiter mit Babyblau. Und zwar brauchen wir jetzt hier noch einmal den Spruch hier links. Da habe ich mir eben den Spruch genommen, komm, lass uns im Regen tanzen. Fand ich ganz hübsch. Hier gibt es noch, das wird schon. Könnte man zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder wenn jemand traurig ist oder irgendwas, könnte man diesen Spruch nehmen. Man könnte natürlich den auch für andere Sachen nehmen. Ja, und das stempeln wir jetzt hier hin. Und jetzt brauchen wir hier noch diese kleinen Regentropfen. Dazu gibt es diesen schönen Stempel. Und den kompletten Stempelabdruck mache ich mir hier rechts hin. Und für hier drüben brauche ich eigentlich nur die drei hier oben. Dazu mache ich mir jetzt meinen Stempel sauber. Moment, ich muss mal schnell meine Schrubbkiste mit meinem Stempelnebel ein bisschen befeuchten. Und dann, genau, jetzt möchte ich nur diese drei da oben. Dann mache ich mir auch nur die hier mit Stempelmotiv und stempel mir die jetzt noch hier dazu. Genau. Dann kann mein Babyblau erstmal weg. Was ich mir jetzt noch stempel, ist meine Schildkröte. Dazu brauche ich ein extra Papier. Und dazu nehmt ihr euch am besten irgendeinen Reststreifen, den ich mir jetzt nicht zurechtgelegt habe, was sehr, sehr schlecht ist. Hole ich mir schnell. Und zwar einfach so ein Reststreifen in Vanille pur. Ach, ich habe gar nicht erwähnt, dass das hier Vanille pur ist, gell, meine Grundkarte, entschuldigt bitte. Meine Grundkarte und auch der Kreis habe ich mir in Vanille pur ausgestanzt. Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, geht aber auch mit Grundweiß, natürlich. So, jetzt stempel ich mir hier diese Schildkröte auf. Und die kolorieren wir dann jetzt gemeinsam mit unseren Alkoholmarkern von Stampin' Up. Und zwar habe ich mir hier genommen, upsala, einmal Olivgrün in hell und in dunkel Oliv. Und zwar fange ich jetzt mal hier an mit dem hellen Oliv. Ich lege mal hier die Schildkröte so daneben. Und zwar habe ich mir hier einfach nur so ein bisschen, hier ist nämlich meine Spitze leider kaputt gegangen, aber das nutze ich jetzt hier einfach mal aus und mache hier nur ein bisschen Farbe rein. Und jetzt nehme ich mir die andere Seite und gehe jetzt hier einfach nur quasi, ja, so strichelmäßig und mache mir hier nur so ein paar Schattierungen rein. So. Und hier innen, die male ich mir jetzt komplett aus, obwohl die wollte ich in dunkel, genau, entschuldigt bitte. Die kommen jetzt in dunkel, Olivgrün, male ich mir jetzt hier auf dem Panzer die Flecken aus. So, die kann man auch noch mal ein zweites Mal drüber gehen. Bei den Alkoholmarkern ist es ja so, je häufiger ich über mein Papier gehe, desto intensiver wird dann auch hier meine Farbe. Gehe ich hier auch nochmal drüber. So, und hier gehe ich nochmal ein bisschen mit meiner kaputten Spitze rein. Aber nur so ein bisschen. Und hier mache ich da auch so ein bisschen dazwischen, weil ich will, dass das gar nicht so komplett ausgemalt ist. Und jetzt nehme ich mir diesen Aufheller von den Alkoholmarkern und verblende mir das einfach nur ein bisschen. Dadurch ziehe ich die Farbe hier so ein bisschen mit in den restlichen Bereich und verblende mir dadurch hier einfach nur so ein bisschen die Farb.
Kanten, sage ich jetzt mal. So, und das reicht schon. Fertig ist meine Schildkröte koloriert. Jetzt nehme ich mir noch das Blümchen vor. Und da habe ich mir jetzt hier genommen, einmal für die Blütenmitte, habe ich hier Wassermelone genommen. So. Und für die Blume selber habe ich hier genommen Safrangelb in Dunkel. Und das reicht dann schon aus. Schon ist meine Blume etwas koloriert. Ah, hier habe ich noch den Arm vergessen, so ein bisschen Farbe reinzubringen. Gehe ich da auch noch mal so ein bisschen drüber. Genau. So, jetzt ist das fertig. Das können wir gleich noch ausstanzen. Und jetzt müssen wir hier noch mit etwas Aquamarin, habe ich mir hier genommen, und zwar Dunkelaquamarin. Gehe ich hier in der Wolke einfach nur so ein bisschen über die Schattierungen drüber. Und die Blumen hier möchte ich mir gerne noch verzieren. Und die mache ich jetzt auch wieder mit den beiden Farben von vorhin. Und nehme mir jetzt aber hier noch dazu einmal, nicht Papaya, sondern ich nehme mir noch dazu einmal, wo ist es denn jetzt? Mangogelb suche ich, finde ich jetzt nicht. Nehme ich Kürbisgelb, geht auch. Genau. So, die Blüte hier mache ich mir in Kürbisgelb. Passt ganz genauso dazu. Und die hier auch. Die Blüten mitten mache ich wieder mit Wassermelone. Da habe ich nämlich so einen schönen Farbtupfer dann drinnen. Bei diesem schönen Produktpaket kann man ja nun wirklich auch schön mit Farbe arbeiten, dass man so ein paar Farbtupfer hier auch noch drinnen hat. Ne? Genau. Und für die Stängel und Blätter nehme ich mir Apfelgrün. Grüner Apfel heißt es. Ich verwechsel es immer. Geht euch das auch so? Ich sage immer zu Apfelgrün, obwohl es grüner Apfel heißt. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine, gell? So. Prima. Dann ist das auch schon soweit fertig. Und den Rest hier zum Verzieren habe ich schon vorbereitet. Damit es nicht so lange dauert, habe ich mir schon mal noch ein paar Wolken ausgestanzt, habe mir diesen Schirm hier ausgestanzt und gestempelt und die zwei Schmetterlinge in Mangogelb. All das findet ihr hier in den Stanzformen. Ich stanze jetzt mit euch nur noch die Schildkröte aus. Und dann können wir nämlich die Karte auch schon zusammensetzen. Und zwar nehme ich mir hier unsere schöne kleine Mini-Stanzmaschine. Ich liebe sie. Ich erinnere euch nochmal daran, dass ihr die jetzt euch ins Starterpaket für ein kleines Geld mit reinlegen könnt, wenn ihr als Stampin' Up! Demonstratorin einsteigen möchtet. Dieses Angebot ist gültig. Nur während der Celebration, also noch bis 28. Februar, da könnt ihr euch Produkte im Wert von 230 Euro aussuchen, zahlt aber nur, jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube 160 Euro dafür und habt die Stanzmaschine noch mit dabei. Also ich verlinke euch das mal hier oben, die genauen Informationen, und wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, dann meldet euch bei mir. So, und jetzt können wir die Karte zusammensetzen, und zwar habe ich mir dann hier diesen Kreis hier aufgeklebt, nach rechts gerichtet und so ungefähr ein bisschen über die Hälfte von dem Kreis. Bringt also auch den Kleber nur hier auf. Und dann setze ich mir das hier drauf, nach rechts gerichtet. So, dann kommt meine Schildkröte hier hin. Die setze ich mir mit Dimensionals auf die Karte. Dazu mache ich mir hier drei große Dimensionals auf die Rückseite. Ne, mache ich jetzt noch ein paar kleine dazu. So kann man das auch machen. Kombination. So, dann Trägerfolie abziehen. Und dann setze ich mir das hier so, so ein bisschen überlappend zum Kreis hin auf meine Karte. So, dann habe ich mir hier eben noch eine Wolke ausgestanzt, weil mir das hier sonst zu nackig war.
Und die kommt jetzt hier noch mit neben die anderen Wolken. Hier so auf die Karte. Das kann dann ruhig am Kreis auch überlappen, überstehen. Das ist gar kein Problem. Dann habe ich mir hier diesen kleinen Schirm noch gestempelt und ausgestanzt. Der kommt jetzt hier unten noch mit drauf. Der kann auch so ein bisschen überlappen. Und dann habe ich mir ein Schleifenband genommen aus dem Jahreskatalog. Und da kommt jetzt hier unten eine kleine Schleife dran. Und ich finde, dieser Naturton in Saharasand, der passt hier ganz gut dazu. Ihr könnt dann natürlich jedes andere Schleifenband nehmen, was eurer Meinung nach hier farblich schön dazu passt. Macht die aber nicht so groß, die Schleife, dass das von den Proportionen hier schön dazu passt. So. Und ich klebe meine Schleifchen, wie gesagt, immer ganz gerne mit einem Abreißklebeband. So, das muss ich noch ein bisschen kürzen hier. Auf meine Karte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das einfach am besten hält. Jetzt gucke ich mal. Ja, so können wir die Schleife lassen. Dann mache ich mir hier ein bisschen Abreißklebeband auf die Rückseite. Na? Und dann setze ich mir das Ganze hier auf meine Karte, nämlich hier unten an den Rand unter die Blümchen. Dann kann ich mir die Schleife noch mal ein bisschen richten. Dann habe ich mir hier noch diese Schmetterlinge ausgestanzt. Na, geh her. Und zwar in Mango-Gelb. Die kommen jetzt hier noch so mit drauf. Die befestige ich mir jetzt auch mit Dimensionals. Die findet ihr nämlich auch hier in den Stanzformen. Und zwar habt ihr sie hier. Also diese Stanzformen sind ganz, ganz vielseitig. Ihr habt ja auch die Wolken. Da könnt ihr wirklich echt ganz viel mit anfangen. Und den Schmetterling kommt jetzt einer hier hinten zur Schildkröte. So. Und der andere, der kommt jetzt hier auf den Kreis. Und dann wird das Ganze nämlich so ein bisschen lebendiger hier auch. So, und dann gibt es in dieser Produktreihe hier noch diese kleinen losen Gänseblümchen-Akzente. Und da möchte ich jetzt gerne hier noch welche dazu haben auf meine Karte. Dann nehme ich mir jetzt einfach hier drei weiße raus, verteile mir die hier auf der Karte und die klebe ich mir jetzt hier noch mit ein bisschen Flüssigkleber fest. Und zwar mache ich mir da einfach hier einen ganz kleinen Klecks Flüssigkleber hin. Da müsst ihr aber einen Moment warten, das braucht ein bisschen, bis das anzieht. Aber das sieht doch schön aus, oder? Also ich mag die gern. Das sind so kleine, so Fimo-Akzente. Finde ich total edel. Gefällt mir gut. So. Könnt ihr auch noch mehr draufbringen auf die Karte, wenn ihr möchtet. Also, ja, genau. Total klasse, oder? Also ich mag diese Produktreihe, sie ist einfach toll. Ich habe mich da wirklich verliebt. Und ja, ihr seht, man kann da wunderschöne Karten machen. Und so sehen sie aus. Ja, und diese Rockerkarte, wie gesagt, ist auch eine schöne Sache, weil es mal was anderes ist. Man kann dann hier ins Innere rein liebe Zeilen schreiben oder hier hinten drauf, wie ihr gerne möchtet. Ja, und das ist meine Karten Technik-Idee für diese Woche im Rahmen des YouTube-Hops von Melanie und habe mir gedacht, da mache ich euch auch gleich wieder ein Anleitungsvideo dazu. Ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt, denn ich schalte jetzt um und verabschiede mich von euch. Ja, ihr Lieben, wir sind durch mit der Anleitung. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und habt mit mir gemeinsam gerne diese schöne Karte gebastelt.
Ja, und ich liebe ja diese Produktreihe. Wenn ihr jetzt auch Gefallen daran gefunden habt, an diesen wunderschönen Produkten von der Produktreihe Alle Wetter, dann meldet euch gerne bei mir. Und ihr findet auch nochmal alles auf meiner Homepage verlinkt. Hier unter diesem Video habe ich ja wie immer im Infokasten den Link zu meiner Homepage reingestellt. Ja, und natürlich würde ich mich sehr freuen, wie immer, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder einen lieben Kommentar. Ihr könnt mir auch jederzeit Wünsche zukommen lassen, welche Videos oder Anleitungen ihr euch von mir wünscht. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Ja, und wenn ihr hier ganz neu seid und kein Video mehr verpassen möchtet, dann klickt doch auf das Glöckchen. So einmal dieses Glöckchen anklicken und dann auswählen alle Videos. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ja, und bastelt schön. Bis dahin, tschüss, eure Birgit.